Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Licht in Letters Model Lettering Tutorial. Heute habe ich für dich die sogenannte Blockschrift mitgebracht. Das ist eine sehr dicke, eckige, ich würde auch sagen maskuline Schrift. Und am Anfang muss man sich auch ganz schön konzentrieren, um zu verstehen, wo man eigentlich die Aussparungen setzen muss, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Aber keine Sorge, wenn man es einmal verstanden hat, dann hat man hier eine richtig coole Modern Lettering Schrift in seinem Repertoire. Ja, und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Tutorial und der Blockschrift. Ja, heute geht es um die sogenannte Blockschrift. Ich habe die immer mal wieder in verschiedenen Letterings von mir, die ihr auf Instagram sehen könnt. Zum Beispiel hier ist sie drin in dem Wort Lübeck oder hier ist sie nochmal anders. Da ist sie sogar auch in Schrift in Form, das ist auch nochmal ein extra Tutorial, was ich mache, aber hier taucht diese Blockschrift zum Beispiel auch nochmal als eine spezielle Schrift auf. Ich benutze sie immer wieder, ganz gern zwischendurch, aber nicht für ein komplettes Lettering, das kann man auch machen. Werde ich euch gleich sagen, wann das ganz gut ist und wann man es lieber nicht machen sollte, aber gern benutze ich die eben so zur Hervorhebung von einem besonderen Wort. Zum Beispiel, da bietet die sich an und das kann man eben auch super gut für Sketchnotes, Flipcharts oder eben auch für eigene Letterings, wo man sowieso verschiedene Schriftarten benutzt, verwenden. So, los geht's also mit der sogenannten Blockschrift. Und zwar heißt die so, weil wir uns einen Block nehmen werden. Man kann sich das so vorstellen, als ob man einen Holzklotz quasi nimmt und da die Buchstaben rausschneidet. So, ihr zeichnet euch also ein Rechteck. Ein bisschen schöner als meins. Wir haben jetzt hier gerade das Papier so verrutscht. Also ein Rechteck. Ihr könnt euch natürlich auch ein Kästchen Papier drunter legen. Und jetzt unterteilen wir diesen Block in die Anzahl der Buchstaben, die wir schreiben wollen. Und als allererstes wollen wir gleich das Wort Oho mit Ausrufezeichen schreiben. Und jetzt sehen wir schon, das ist das Erste, was wir uns anschauen müssen, wie breit sind ungefähr die Buchstaben. Und jetzt sehen wir schon, das O, das H und das O sind ungefähr gleich breit und das Ausrufezeichen ist ein bisschen schmaler. Ausrufezeichen kann man außerdem immer ganz gut nehmen, wenn man sich ein bisschen verschätzt hat bei seinem Block. Dann setzt man es halt hinten noch dran. Genau. Das heißt, ich unterteile jetzt meinen Block einmal hier hinten. Das wird der Platz fürs Ausrufezeichen. Und den Rest von dem Block teile ich in ungefähr drei gleich große Teile. Und jetzt sieht man nämlich schon, was passiert, wenn man das nicht sich vorher überlegt. Ne? Wenn ich einfach nur drei Teile mache, dann wird es halt so. Das kann man machen. Wir machen das auch gleich mit dem Beispiel fertig, dass ihr den Unterschied seht. Aber wenn ich mir das sozusagen vorher mal aufschreibe, das Wort, dann kann ich auch mein Rechteck viel besser vorher schon zeichnen. Ne? Das heißt, der erste Schritt ist immer Wort in Druckbuchstaben aufschreiben. So, und jetzt stelle ich mir, beziehungsweise schreibe mir das, ihr könnt das auch mit Bleistift machen, die Buchstaben als eckige Outlets vor. Das heißt, beim O ist es ganz einfach. Das ist ein Rechteck, dann Quadrat und hier in das O-Loch sozusagen machen wir auch eckig. Ja, also machen wir es hier noch ein bisschen größer. Das O, ihr könnt es als Quadrat machen oder auch als Rechteck und ihr könnt das O-Loch quasi senkrecht machen und hier habt ihr auch die Möglichkeit, das ein bisschen schmaler, ein bisschen breiter zu machen. Ja, man kann auch einfach nur so machen, einen Strich rein. Man kann auch hingehen und sagen, ich hätte das gerne quer. Das O-Loch sieht auch ein bisschen anders aus. Oder tatsächlich auch quadratisch. Das ist euch überlassen. Das könnt ihr auch jedes Mal ein bisschen variieren und anders machen. Ganz schön ist es, wenn es jetzt wie in dem Wort zweimal auftaucht, dass dann halt auch der Ausschnitt gleich ist. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So, dann haben wir unser O und jetzt brauchen wir unser H. Das heißt, ich zeichne von dem H mir erstmal, überlege ich mir, wie sieht denn so ein H aus? In so einer Outline. Ne?
der ganz am Anfang ist, kann auch sagen, oh, das ist mir hier auch noch zu wackelig. Ich zeichne mir erst ein ganz normales Druckbuchstaben H und zeichne hier die Outline, nennt sich das, den Umriss drumherum, und das in der Mitte radiere ich dann weg. Ne? Das geht genauso. Spielt hier aber auch keine Rolle, weil wir ja später in den Blog schreiben werden. Das dient jetzt erstmal nur zur Vorstellung. So, und was ich hier sehe ist, beim H, wenn ich mir das jetzt als Block vorstelle, ich nehme eine andere Farbe, dass ihr das so seht, wenn ich jetzt sage, ich will das ja später hier in so einen Block reinkriegen, das H, was passiert denn dann? Dann muss ich, wie wenn ich das mit so Holz oder so, so mit Knete, kann das auch machen, Kneteton, muss ich das hier ja wegnehmen. Hm? Die zwei Sachen müssen dann weg. Wie später auch beim O, beim O muss nur in der Mitte das weg. Ja, und schon können wir jetzt mit unserem Block hier starten. Das heißt, ich werde mir jetzt wieder einen Block zeichnen. Und wir möchten, wie gesagt, können das auch mit dem Lineal hier vorzeichnen. Wir machen das hier ganz einfach. Und jetzt will ich das in ungefähr gleich große Teile unterteilen. Das H kriegt ein bisschen mehr. Und jetzt kann ich mir überlegen, ob ich das Ausrufezeichen hinten noch dran mache oder nicht. Ich lasse das mal weg für den ersten Schritt. Jetzt hat es gut gepasst. Und jetzt übertrage ich das einfach nur. Jetzt kommen hier die beiden O's. Und beim H haben wir ja gesagt, dass das Pinke eben aus unserer Vorbereitung, das fräse ich sozusagen weg und schon habe ich das Wort Oho in Blockschrift da stehen. Ja? Der zweite Schritt ist also Buchstaben, wie nennt man das? Ausfräsen. Okay. Ausfräsen, wie ich das nennen. Genau. Okay, jetzt kann ich also Oho schreiben und jetzt kann ich auch ganz easy einen Lettering draus machen. Also wenn wir das hier jetzt nochmal ganz locker machen. Und jetzt gucke ich, dass ich das Ausrufezeichen nochmal reinkriege. Trenne ich mir hinten ab. Ausrufezeichen ist ja einfach nur oben der Kasten und unten, ne, das kleine Quadrat. Jetzt habe ich das schon und mache mir hier jetzt die Striche rein. Jetzt kann man hier auch wirklich ein ganz enges H zum Beispiel machen. Und jetzt könnte ich das Lettering hier auch fertig machen, indem ich sage, da habe ich einen schönen Spruch gesehen, der heißt klein aber Oho. Ne? Schreibe ich das einfach noch oben drüber. Genauso leicht können wir ein anderes Wort schreiben. Nehmen wir das Wort Pool zum Beispiel. O kennen wir schon. Ja? Kann man Haken dran machen. Jetzt brauchen wir also noch ein L und ein P. Fangen wir mit dem L an, weil das einfacher ist. Ja, wir zeichnen uns mal eine klassische Outline vom L. Die würde so aussehen. Und wenn wir es uns jetzt wieder als Block denken, außenrum, dann müssten wir das hier alles wegfräsen. Ja? Jetzt können wir aber natürlich auch hingehen und sagen, ich mache es ein bisschen blockiger. Machen sehr breiten und einen sehr dicken Querstrich. Ja, und dann müsste ich sozusagen nur dieses Stück hier gleich wegfräsen. Genau. Ja. Oder man sagt, hey, ich will das L breit, aber hier kurz. Sind ja alles Varianten vom L. Und dann müsste ich dieses Stück wegfräsen. L kriegt also auch einen Haken. Und jetzt kommt noch das P. Wenn ich mir so ein eckiges P vorstelle, dann sieht das ja erstmal so aus. Und jetzt sehen wir schon, was wir wegfräsen müssen. Unserem Holz einmal das Innen natürlich und dann hier außen.
Und bei P kann ich es jetzt natürlich ganz genauso machen. Ich mir also jetzt erst den Block vorstelle. Dann kann ich natürlich auch sagen, oh, das P soll hier sehr tief reingehen und kriegt hier auch nur ein kleines Loch. Ne? Dann seht ihr, das, was übrig bleibt von dem P, das ist das, was ich hier schwarz nach zeichne. Und der Rest wird weggefräst. Und schon kann ich das Wort Pool schreiben. Ich zeichne mir einen Block. Diesmal unterteile ich ihn in 4. Können wir in der Mitte einen Strich machen, ungefähr, und dann nochmal durch 2 teilen. Und jetzt geht's los mit dem P. Den beiden O's. Und was mache ich mit L? So, L. Hier die Ecke. Und schon habe ich das Wort Pool geschrieben. Und jetzt kann ich natürlich wieder hingehen und kann hier oben drauf noch ergänzen. Dazu bieten sich diese Blockbuchstaben immer an. Und hier ist mein kleiner Swimmingpool. Genau. Ja, dann machen wir zum Abschluss noch ein letztes Wort. Und zwar das Wort Moin. Ich bin ja gerade in Lübeck und da sagt man Moin, auch wenn es abends ist, da sagt man den ganzen Tag Moin. Insofern können wir das jetzt hier auf jeden Fall auch gut sagen. O kennen wir schon. I ist klar, ist nur ein Balken. Können wir einen Haken dran machen. Jetzt haben wir noch die schwierigen Buchstaben M und N vor uns. Fangen wir mit dem N an, das ist ein bisschen leichter. Beim N ist es ja so, wenn ich mir da die Outline zeichne, außenrum, wem das schwer fällt, der kann sich das mit Bleistift beziehungsweise vorher einfach den Buchstaben malen und dann außenrum die Outline vorstelle und jetzt wieder den Block. Und dann sehen wir schon, es ist relativ einfach. Wir müssen hier oben diese Zacke und hier unten diese Zacke einfach wegfräsen. Ja? Das heißt, beim N, ich mir hier den Block vorstelle, den ich mir fürs N reserviert habe, gehe ich hier oben rein, mache eine Zacke und hier unten rein und mache eine Zacke. Ne? Der eine Strich ist gerade rauf, ist immer so eine Zacke. Gerade und schräg runter, gerade und schräg runter. Okay, damit haben wir ein N und jetzt beim M, da müssen wir uns auch vorstellen, erstmal die Outline. So ein M hier vorstellen. Dann sieht die ungefähr so aus. Ne? Wie gesagt, man kann sich das jetzt wieder vorzeichnen. Es geht ja hier erstmal nur darum, wie wird der Block aussehen. Und jetzt können wir schon wieder fräsen. Jetzt können wir hier oben wegfräsen. Und wenn das unser Block ist, können wir hier unten so ein M wegfräsen. Beim M gibt es noch verschiedenste Varianten, was man da wegfräsen kann, kann man auch nur kleine Dreiecke wegmachen oder eben dieses ganze M, wie wir es jetzt gemacht haben. Okay, dann können wir jetzt Moin schreiben, indem wir unseren Block nehmen. So, ich will hinten noch ein Ausrufezeichen, deshalb teile ich das Ausrufezeichen hier schon mal ab. Und jetzt muss ich es durch 4 teilen. Ah, natürlich, ich habe nicht aufgepasst. Schaut, was jetzt passiert ist. Ich habe natürlich schön in gleichmäßige 4er geteilt ungefähr, aber ich habe ja ein I. Ich habe ja ein I und das I ist ja nur ungefähr so breit wie das Ausrufezeichen. Das heißt, wir können es jetzt mal hier machen und sehen gleich, was passiert. Also wir nehmen vom M oben die Spitze weg und unten das kleine M. Dann beim O das. Das I bleibt. Jetzt haben wir ein sehr breites I. Und jetzt gehen wir hier nochmal ins N rein. Tief schmales N. Ja? Also wir könnten es so stehen lassen. Es ist aber ein bisschen schwierig zu lesen. Ich gebe es zu. Insofern passiert. Man kann es so nehmen. Er ist aber nicht schön. Insofern machen wir es hier nochmal neu.
Block, hinten das Ausrufezeichen. Und jetzt weiß ich, fange ich hinten an, da kommt das N hin, dann kommt das I und jetzt teile ich das hier nur nochmal in zwei ein, ne? Und dann kriegen wir es hin. Hier das M. Schräger werden. Hier das O und hier fräsen wir jetzt das N raus. Ja, jetzt haben wir ein schönes Moin, weil wir hier an der Küste sind. Gibt es hier ein kleines Schiffchen. So. Aber ja, da gibt es natürlich auch noch ein paar Besonderheiten bei den anderen Buchstaben. Da muss man mal gucken. Aber das System ist das gleiche. Man zeichnet sich vorher die Outline und dann baut man sich quasi den Block drumherum und guckt, was muss ich eigentlich wegfräsen. Und so kann man sich dann jeden Buchstaben hier in dieser Blockschrift erzeugen. Danach nimmt man sich dann den Block. Ne? Das wäre sozusagen der dritte Schritt. Block zeichnen und unterteilen. Aufgepasst beim I zum Beispiel, ne, was wir gerade gesehen haben, was mir auch passiert ist, oder eben Platz für die Satzzeichen lassen. Ja, das war das Tutorial zur Blockschrift. Wie gesagt, eine sehr moderne, eckige, wuchtige Fettletterschrift, die man eben super als Hingucker in das eigene Lettering oder eben auch auf dem Flipchart oder im Bullet Journal einbinden kann. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Noch mehr Inspiration zum Modern Lettering findest du auf meinem Instagram-Kanal Licht and Letters und schau doch da gern vorbei. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Selbstausprobieren und ran an die Stifte and let's Licht and Letter all around.